Hallo zum Mittwochsvideo. Ich bin der Callcenter-Crasher. Der erste Anruf kam aus Tschechien und das, obwohl man bei der Registrierung angibt, dass man aus Deutschland ist, dass man Deutsch spricht und dass man eine deutsche Telefonnummer hat. Warum um Himmels Willen ruft man dann an, wenn man nur Tschechisch spricht? Mit dieser seltsamen Logik geht das Gespräch dann weiter. Hört es euch gerne an. Nach dem Intro geht's los. Hallo? Hallo, dobrý deň. Bitte? Dobrý deň. Dobrý was? Which language you speak? Deutsch. Sprechen Sie Deutsch? Ja. Ja. Sie also nicht? Hallo. Ja, hallo, spreche gerade mit der Herr Sobik, Jochen Sobik. Sobirek. Ja, Sobirek, Entschuldigung. Und wer sind Sie? Ich bin der Marius Kessler. Ich bin der Marius Kessler. Kessler, ja. Ja, genau, der Marius Kessler. Sie haben gerade da mit meiner Kollegin gesprochen, die leider nur Tschechisch spricht, ja? Und jetzt bin ich da an der Leitung. Okay. Sie haben sich da angemeldet, ja, auf unser Handelsprojekt. Aber welche Firma sind Sie denn jetzt? Ich bin von der ARL System. Also aha. Sie haben sich da auf unser Handelsprojekt angemeldet, die Immediate Age, ja. Sie haben sich da angemeldet und der Hauptseite ist ARL System. ARL System, also eine Waschmaschinenseite oder eine Waschmittelseite? Nein, Ariel wie Meerjugendfrau. Ariel. Ariel, genau. Ariel System, genau. Also irgendwie eine Seite übers Meer oder was? Also das ist die Seite, das ist nur die Name von der Seite, ja? Allgemein ist das die Seite für Onlinehandel. Was hatte das jetzt mit dem Meer zu tun? Das habe ich nicht verstanden. Eigentlich gar nicht, das ist halt nur die Name von der Seite, ja, also das ist nur die Name von unserem Unternehmen. Ah ja, okay. Ist ein seltsamer Name. Okay, gut. Ja, ist auch so. Ich weiß nicht, warum das so genannt wurde, also kann ich Ihnen auch nicht sagen, ja. Aber ist das so. Ja, ich frage Ihnen jetzt ganz kurz, Sie haben sich da angemeldet. Haben Sie verstanden, wie das allgemein alles funktioniert? Nee, da wurde ja gar nicht viel was erklärt. Okay, dann machen wir Folgendes jetzt, ja. Ich werde jetzt Ihnen nochmal anrufen, aber von meiner Telefonnummer, ja, von meiner Seite. Und dann können wir weiterhin reden, okay? Wie Sie rufen jetzt nicht mehr von Ihrer Telefonnummer an? Also ich bin jetzt, ich habe jetzt einfach bekommen von der tschechischen Abteilung, ja, weil Sie sich da angemeldet haben für tschechische Anteilung, ja. Ich werde jetzt Ihnen von meiner Rufnummer anrufen. Ist das okay für Ihnen? Wie sind Sie gar nicht in Tschechien, oder wie? Ich bin gar nicht in Tschechien. Ich habe das einfach weitergeleitet bekommen. Weitergeleitet? Die haben das weitergeleitet an uns. Und jetzt kann ich Ihnen dann halt anrufen von meiner Telefonnummer. Na gut, dann machen Sie das. Okay, dann warten Sie kurz. Ich werde da in 2-3 Minuten Ihnen anrufen, okay? Alles klar. Okay, gut. Ja, bitte? Ja, ich bin wieder da. Der Marius Kessler, hört ihr mich jetzt gut? Nee, da ist eine Diskothek im Hintergrund. Ich verstehe Sie kaum. Wie bitte? Ja, sehen Sie, Sie verstehen mich auch nicht. Die Musik ist so laut. Ich verstehe ihn vollkommen. Aber ich verstehe Sie nicht, weil das die Musik so laut ja, ist. Ja, Sie antworten alles, ja. Also das heißt, dass Sie mich doch verstehen. Ich verstehe oder? Sie schlecht und wenn es um Geld geht, möchte ich Sie klar verstehen. Also machen Sie bitte die Musik aus. Besser? Bitte? Verstehen Sie mich jetzt besser? Nein, jetzt ist die Leitung sehr abgehakt. Also bei mir ist alles. Eigentlich ganz gut. Das liegt dann an Ihrem Handy. Nee, glaube ich nicht, weil das ist kein Handy. Was haben Sie denn?
Ein Festnetz. Sie rufen auf dem Festnetz an. Es kann also nicht an meiner Leitung liegen. Ja, also ich höre Ihnen sehr gut. Ja, aber ich Sie doch nicht. Ja, deswegen, das liegt doch bei Ihnen. Nee, kann doch gar nicht sein. Warum nicht? Warum kann das nicht sein? Weil ich gar kein Handy benutze, sondern ein Festnetz. Ja, und? Da passiert, da sind Leitungen nicht unterbrochen. Doch, es kann auch passieren, dass Sie schlechte Verbindung haben, wenn Sie mit Nein, habe ich nicht. Anrufen. Nein, habe ich nicht. Ja, wenn ich Ihnen gut verstehe und Sie mich nicht, dann haben Sie doch was falsch. Ich denke, oder? Von wo aus rufen Sie denn jetzt an? Von Österreich. Ach, Ariel System ist eine österreichische Firma? Ist eine Firma in Luxemburg. Die befinden sich in ganz Europa. Ja, warum rufen Sie dann aus Österreich an? Ja, weil mein Sitz ist jetzt in Österreich, in Wien. Deswegen rufe ich auch von Österreich an. Ariel. Ist klar, oder? Und Ihre Webseite ist wie? Ja. Was haben Sie gesagt? Wie bitte? Ich verstehe Sie nicht, Ihre Leitung ist abgehakt. Ich verstehe Ihnen gut. Das liegt an Hallo? Ihrer Leitung. Und das, Hallo? Es kann ja nicht Hallo? Es kann ja nicht an meiner Leitung liegen, weil ich ein Festnetztelefon habe. Ja, und? Ja. Das kann doch in Ihrer Leitung Nein, liegen. Kann es nicht. Doch, das kann. Also, Ariel, haben Sie gesagt, irgendwie, wie heißt Ihre Webseite dann? Ariel System heißt auch unsere Webseite. Bitte? Ariel System, die heißt auch so. Ja, und wie heißt die Webseite heißt Ariel System. .de oder .at für Österreich? .pro. .pro, okay, gut. Ja. So, und wo ist Ihr Sitz dann in Österreich? In Wien. In Wien. Haben Sie da mal die Adresse für mich? Ja, möchten Sie die Adresse haben? Deswegen habe ich gefragt. Ja, kann ich auch Ihnen gleich geben. Ja. Ich muss kurz nachfragen, ob es möglich ist, ja? Natürlich, Sie gehen doch jeden Tag dahin. Dann sollten Sie doch die Adresse kennen. Ich kenne die Adresse, aber ich weiß nicht, ob ich das weitergeben kann. Bitte was? Das weiß ich nicht. Ob ich das weitergeben kann, die Adresse. Das müssen Sie sogar. Wenn Sie Kunden haben wollen, müssen Sie das doch weitergeben. Muss ich nicht. Warum müssen wir das? Dann wollen Sie wahrscheinlich keine Kunden, denke ich mal. Warum? Ja, weil jeder normale Mensch, der mit einer Firma Kontakt tritt, möchte natürlich wissen, wo diese Firma ist. Lassen Sie mich doch einfach ausreden. Unterbrechen Sie mich nicht. Sie unterbrechen mich. Sie unterbrechen mich permanent. Ich habe noch nicht fertig gesprochen. Lassen Sie mich jetzt ausreden oder nicht? Ja, sagen Sie ruhig. Also. Warum schreien Sie dann? Ich schreie nicht. Wollen Sie, dass ich schreie? Doch. Ja, machen Sie doch. Sie sind ein Betrüger! Haben Sie es jetzt verstanden? Warum? Hallo, Betrüger. Mein Gott, bist du dumm. Ja, möchten Sie neue Accounts auf unsere Seiten eröffnen? Ja, kann ich gerne. Ja. Ja, okay. Wissen Sie, wie viel ist Mindestbetrag, um Ihr Handelskonto zu aktivieren? Nein, weiß ich nicht. Ja, es geht um 250 Euro. Ja. Nach der Aktivierung Ihres Accounts erhalten Sie vollige Unterstützung von unserem Finanzberater. Unser Finanzberater kann heute oder morgen zurückrufen und weitere Informationen angeben. Ja? Sie können Machen Sie das nicht so häufig? Machen Sie das nicht so häufig, telefonieren? Sie stottern so dermaßen. Ja, entschuldige. sagen Sie bitte, könnten Sie Ihre kleinen Informationen für Linkbezahlung angeben? Es geht um Name, Vorname. Bitte was, bitte? Kleine Informationen für Linkbezahlung angeben? Was wollen Sie denn damit sagen? Sie sprechen nicht so gut Deutsch. Kleines Formular, ja. Ja gut, aber ich weiß ja noch gar nicht, ob ich mit Ihnen handeln möchte. Sie haben ja über Ihre Firma noch gar nichts gesagt. Nein, ein kleines Formular zusammen ausfüllen. Haben Sie mich verstanden?
Ja, bitte. Was habe ich denn gesagt? Ich sage über eine Erstellung Ihrer Linkbezahlung. Haben Sie mich verstanden, was ich gesagt habe? Ja. Ja, und was habe ich gesagt? Sie möchten weitere Informationen angeben, oder? Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich weiß ja noch gar nicht, ob ich mit Ihnen handeln will. Warum soll ich da jetzt schon eine Information geben? Geben Sie doch erstmal alles langsam. Erstmal zuhören. Geben Sie doch erstmal Informationen über Ihre Firma. Es geht um Firma Corsair Control. Ja, das Trading sagt sie. Plattform. Ja. Ja, Trading Plattform. Wir geben zu unseren Kunden die Möglichkeit, auf vier Finanzmärkten zu investieren. Auf vier? Auf welchen Vieren? Forex. Ja, sogenannte Währungsmarkt, Aktienmarkt, Rohstoffmarkt und Kryptowährungsmarkt. Mhm. Ja, deshalb, wenn Sie bereit sind, Ihre Account zu eröffnen, brauche ich dafür kleine Informationen. Wie, das war jetzt alles, was Sie über Ihre Firma sagen konnten? Auf welchen Märkten Sie handeln und den Namen Ihrer Firma? Das war alles? Ja, was möchten Sie? Haben Sie zusätzliche Fragen? Ja, natürlich, habe ich jede Menge Fragen. Ja, wenn ich investieren möchte, dann will ich wissen, wo. So, also, von wo aus rufen Sie denn an? Aus welchem Land? Aus Österreich. Meine Gebäude in Wien. Deine Gebäude in Wien? Oh Mann, das ist sehr schlechtes Deutsch. Wo denn da, bitte, die Adresse? Ich leider kann ich nicht sagen. Warum nicht? Es ist Politik von unserem Unternehmen. Ah, das ist Ihre Politik, dass Sie den Kunden nicht sagen, wo die Firma sitzt. Das ist Ihre Politik? Ja. Mhm. Müssen Sie selber drüber lachen, ne? Das müssen Sie selber lachen. Eine Firma, die im Internet was verkaufen will, will nicht verraten, wo sie sitzt. Müssen Sie selber lachen, ne? Ja, aber Sie können weitere Informationen von unserem Finanzberater. Dann geben Sie mich mal, dann verbinden Sie sich mal mit dem Finanzberater. Ja, aber Sie brauchen Ihre Account zu eröffnen. Ja, und dann unsere Finanzberater ruft Sie an. Wie, das heißt also, Account eröffnen heißt? Was heißt das? Account. Ja, was heißt das? Wie kann ich diesen Account eröffnen? Ja. Ich kann Ihnen helfen. Wie kann ich diesen Account eröffnen? Nochmal ganz deutlich und deutsch, aber das verstehen Sie ja nicht. Sie geben Ihre Information, Ihre Name, Vorname, Ihre Adresse und haben Sie Karte, Visa oder Mastercard. Und wir erstellen Links für Einzahlung. Sehr leicht. Ja, aber erstmal möchte ich doch wissen, ob ich überhaupt mit Ihnen handeln kann. Ich soll also erst einzahlen, bevor ich erfahre, wo Ihre Firma sitzt? Das ist Ihre Firmenpolitik? Ja, aber die Adresse sagen Sie doch gar nicht. Ja, okay, jetzt kann ich sagen. Haben Sie jetzt endlich gegoogelt, okay. Sie haben es gegoogelt. Ja, okay. Ja, jetzt müssen Sie selber lachen, ne? Könnten Sie bitte noch ein paar Fragen beantworten? Nee, erstmal sind Sie dran mit Fragen beantworten. Ja, okay. Mozartstraße 32. Mhm, okay. Und das ist der Hauptsitz Ihrer Firma, der rechtliche Sitz Ihrer Firma. Mozartstraße in welchem Stadtteil von Wien? Ja. Es geht um Wilhelmgross. Bitte? Wilhelmgross. Das habe ich nicht verstanden, was Sie da nuscheln. Ja. Haben Sie jemanden, der Deutsch spricht? Haben Sie jemanden, der Deutsch spricht? Gut, okay, dann geben Sie mir den, der Deutsch spricht. Sagen Sie bitte, Sie wohnen in Berlin oder Hamburg? Wieso in... Nein? Nein?
Wo, bitte? Was bitte? Danke. Ja, wo wohnen Sie, bitte? Ja, ich möchte ja erstmal ein bisschen Informationen über Ihre Firma haben. Ja. Gut, dann geben Sie mir die Informationen. Ich denke... Ja, Sie denken, das ist schon mal ein Fortschritt, wenn Sie denken. Ja. Das ist okay. Schon ein kleiner Fortschritt. Es geht nicht weit, aber ja, ein kleiner Fortschritt. Wenn Sie schon denken können, das ist doch schon mal klasse. Das ist eine sehr, sehr interessante Frage, denke. Nee, das ist keine Frage, das war eine Feststellung. Okay, ja, vielen Dank für Ihre Antwort. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Na, Betrüger, bist du schon am Ende? Hallo? Hallo. Hallo, telefoniere ich mit Herrn Rasputin Steinberg? Das ist richtig. Mein Name ist Jerome Kolter, Herr Steinberg. Ich rufe Sie bezüglich Ihrer Anmeldung an unsere Handelsplattform. Ja. Sie sind auf Öl interessiert und auf eine automatisierte System. Ja? So, eine was bitte? Automatisierte System von Handel. Süßen? Was ist denn ein Süßen? Okay, ich werde Ihnen jetzt erklären. Wie gesagt, ich bin Jerome Kolter, ich bin Ihr Berater und werde Ihnen helfen, um Ihr Konto zu aktivieren. Herr Steinberg, haben Sie schon eine Erfahrung, oder? Ich habe Erfahrung, natürlich. In welchem Bereich jetzt? Rohstoffe? In Finanzmarkt, Handel. Ja, naja, Finanzmarkt nicht, aber mit dem Handel habe ich Erfahrung, ja. Okay. Herr Steinberg, wir geben zwei Dienstleistungen zu unserem Kunden. Ja, Sie werden ja Privatfinanzanalytiker haben, der hat mehr als 10-jährige Erfahrung. Der wird immer im Kontakt bleiben, richtige Analyse für Sie machen, damit am Ende des Monats Sie können um Ihre günstige Ziele erreichen. Bitte Plus, reden Sie nicht so schnell, ich verstehe Sie kaum. Sie reden so schnell, dass man kaum etwas Verbindung. Versteht. Nee, das ist vielleicht Ihre Verbindung. Nein, es ist Ihre Stimme. Sie reden zu schnell, das hat nichts mit der Verbindung zu tun. Reden Sie einfach langsamer. Okay, Herr Steinberg. Wie gesagt, wir geben zwei Dienstleistungen zu unserem Kunden. Zum Ersten, der wird Ihnen helfen mit richtiger Analyse. Damit am Ende des Monats Sie können um Ihre gewünschte Ziele erreichen. Der immer bleibt im Kontakt. Hilft mit Einzahlungen und Auszahlungen. Zweite Dienstleistung ist Trading Robot. Es funktioniert automatisch basierend auf einem Mathematik-Algorithmus, welcher funktioniert 24 Stunden, 7 Tage lang. Und um Ihnen nicht zu lassen, etwa Verlustrisiko zu haben, Finanzanalytiker kontrolliert den Handelprozess von Roboter. Weil wenn Sie verlieren Geld, von unserer Provision wir auch verlieren Geld. So, unser Interesse ist, dass Ihr Gewinn wird monatlich steigen, damit unser Provisionbetrag wird auch gestiegen. Unsere Interessen treffen einander. Haben Sie verstanden? Ihr Gewinn wird auch gestiegen? Jawohl. Gucken Sie, es bleibt 3% von Ihrem monatlichen Einkommen. 97% bleibt bei Ihnen. Und diese 3% wird niemals, so gesagt, geändert. Ja, nur den Betrag, zum Beispiel im ersten Monat. Sie werden gut Gewinn haben, ja, und wir werden 300 Euro Provision nehmen, zum Beispiel von ganze 5.000 Euro, ja. Im nächsten Monat, wenn Ihre Profit zum Beispiel wird 10.000 Euro, wir werden schon 600 Euro nehmen. Der Prozent bleibt selbst. Es ändert nicht, Herr Steinberg. Ja gut, aber die Höhe ändert sich. Es ist eine Höhe, 3%. Was ist eine höhere? Hallo? Was meinen Sie, Herr Steinberg? Ich verstehe Sie leider höhere. Schlecht. Gewinn immer steigt. Gewinnbetrag immer steigt. Darf ich Sie fragen, woher Sie kommen? Sie sprechen sehr schlechtes Deutsch. Vielen Dank für Ihre Kompliment, dass ich sehr schlecht Deutsch spreche. Ich komme von Amerika. Ach, von Amerika. Mhm. Hat mein Deutsch etwa mit unserem Geschäft zu tun? Nein, aber wenn ich Sie kaum verstehe, wenn ich Sie kaum verstehe, weil Sie so schlecht Deutsch sprechen, dann darf ich das doch wohl sagen, Dankeschön. Oder nicht? Ich habe gesagt, dass Ihr monatliches Einkommen steigt. Damit steigt unser Provisionbetrag, nicht Prozent, aber Betrag.
Ja, gut. Verstehen Sie, was meine ich? Ja. Ganz gut. Als Sie kein Interesse haben, Sie werden noch kostenlos professionelle Chorprogramm haben. Welche, Was ist ja, ein Chorprogramm? kostenlos Programm verhandeln. Aha. Damit Sie werden professionell Kenntnis von Ihrer Finanzanalytiker bekommen. Das ist ein Geschenk, es ist kostenlos. Der wird Ihnen zeigen und erklären, wie alles funktioniert. Okay. Okay. Sagen Sie mir bitte, Herr Steinberg, haben Sie etwa Erwartungen momentan von unserer Firma, oder? Ja, Gewinne machen. Gewinne machen. Gut. Motivation ist perfekt. Für zusätzliche Einkommen, ja? Ne, allgemein Gewinne, wofür ich das, wofür ich das gebrauche, das spielt doch keine Rolle. Ich möchte Gewinne machen, Jawohl. das sollte eigentlich reichen. Jawohl. Das wollen wir für Sie auch. Sagen Sie mir bitte, welche Bank nutzen Sie? Wozu brauchen die jetzt Wir meine sind Bank? Partner. Wir sind Partner mit Sparkasse, Volksbank, Commerzbank und andere deutsche Banken. Es lasst Ihnen frei, um etwas Steuer zu zahlen. Wenn eine Kunde ist Kunde von unserer Partnerbank, wir selbst zahlen die Steuer zum Europäischen Zentralbank, welche kontrolliert uns. Damit, es lasst dem Kunden frei, um etwas Steuer zu zahlen. Was hat die Steuer damit zu tun? Das verstehe ich Dort nicht. gibt es die Kunden, die fragen, ob die werden Steuer zahlen, wenn die Gewinn machen. Ja, Dafür von ganz Anfang diesen nicht Gewinn, den muss ich ja deklarieren. in Deutschland beim Finanzamt versteuern. Damit hat ja die Sparkasse nichts zu tun. Das ist, warum ich sage Ihnen, zum Beispiel, Sie sind Sparkassekunde, welche ist unser Partnerbank. Sie sind frei von Steuer, um Finanzamt zu zahlen. Nee, ist man nicht. Die Gewinnertragssteuer muss man immer bezahlen. Okay, Sie werden zahlen, auch wenn es ist kostenlos bei uns. Sie zahlen gar nichts. Wenn Sie Wunsch haben, gehen Sie und zahlen Sie, wenn Sie Ja, möchten. nein, ich kann. Okay? Das Finanzamt erhebt ja die Steuer und nicht die Bank. Hallo. Ja, ich höre Hallo. Hallo, ja? Ich höre Sie. Ja, ich sagte doch gerade, das Finanzamt erhebt die Steuer und nicht die Bank. Ich weiß es, Na, ist doch schön, aber dann Sie haben wir verstehen dann. mich nicht. Sprechen Sie Englisch? Do you speak English? Nee, aber Sie ja scheinbar auch nicht, weil ich habe einen Schwager, der ist aus Amerika, der spricht anders. Wo sind Sie denn ursprünglich her? You want me to speak so glad English that you'll not understand Nein, even a word? Sie brauchen jetzt What's nicht wrong with Englisch. you, man? Are you racist Hallo, or racist? aufwachen, ich rede Deutsch. Was hat es mit Ihnen zu tun? Mein Englisch ist gut oder mein Deutsch ist gut, mein Nein, Akzent ist gut. Sie Ihr sind da, Deutsch um ist Geld nicht zu gut. machen. Machen Sie Ihr Ihr Geld. Deutsch ist nicht gut. Das sage ich Ich doch bin sehr mehrfach. froh, dass mein Deutsch ist scheiße. Ja, okay. Schön, wenn Sie davon Sie sind überzeugt da, sind, um dass Sie. Geld zu tun, nicht Wenn mehr zu Sie. Können Sie sagen, mich was bitte Sie mal gemacht ausreden haben. lassen? Wollen Sie mich nicht ausreden lassen? Hallo? Hallo. Ich grüße Sie. Spreche ich mit Herrn Jürgen Degermeier? Ja, wer ist denn da bitte? Hannemann spricht am Apparat, Herr Degermeier. Ich rufe Sie an bezüglich Ihrer Meldung bei Argus Capital. Bin ich korrekt bei Ihnen? Ja, ist richtig. Okay, wie ich informiert bin, also Sie haben bei uns angemeldet. Ich bin Kontoberater, Herr Segemeier. Darf ich mal fragen, also haben Sie Erfahrung in diese Richtung oder das ist eine neue Erfahrung für Sie? Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Im Konto beraten oder was meinen Sie? Ja, also Handelskontoberater. Ja, ne, Ich nein, kann nein, Ihnen. ich bin kein Handelskontoberater, habe ich keine Erfahrung drin. Okay, also darf ich mal fragen, was benutzen Sie fürs Internet? Sie sind mit Ihrem Smartphone eingeloggt auf unsere Webseite oder mit Ihrem Rechner? Ich bin mit meinem Rechner eingeloggt. Okay, was sehen Sie bitte in Ihrem Bildschirm? Ich sehe mein Desktop. Wieso interessiert Sie, was ich Okay. auf meinem Bildschirm sehe?
Also ich soll Ihnen dabei helfen, Ihr Passwort herstellen, mehr gar nichts. Okay, also sehen Sie oben Einzahlung, rechte Seite. Nö, ich habe diese Seite schon gar nicht offen. Ah, okay, dann sollen wir noch also am Anfang einloggen. Ja, wollen Sie nicht erstmal etwas über Ihre Firma erzählen? Okay, sehr gut, also sehr gute Frage, ja. Also bei uns haben Sie vollautomatische Software MetaTrader 5. Haben Sie was gelesen über künstlicher Intellekt oder noch nicht? Ja gut, also MetaTrader 5 ist ja kein künstlicher Intellekt. Also das ist vollautomatische Software, ja, und wird durch Algorithmen geschrieben. Und außerdem, diese Software hat Stop-Loss und Take-Profit-Funktion. Ja, Augenblick, MetaTrader 5 ist ja nun keine KI. Das ja, also Entschuldigung, ich habe was falsch gesagt. Ja, also MetaTrader 5 ist durch mathematischen Algorithmen geschrieben und wie gesagt hat Stop-Loss und Take-Profit-Funktion. Damit können Sie auf dem Finanzmarkt, also das macht für Sie alle technische Analyse und damit können Sie auf dem Finanzmarkt handeln, ja. Also Sie können mit MetaTrader 5 Ihre Summe verteilen in verschiedene Teile und diese Software macht für uns alle technische Analyse, öffnet die Handlung, schließt die Handlung und die Hauptsache... Wie, also, MetaTrader 5 öffnet die Handel? Ja, also damit, das macht für alles automatisch, ja. MetaTrader 5 kann keine Handlungen eröffnen, keine Positionen eröffnen. Der kann sie schließen, aber der kann sie nicht öffnen. Also, aber warum sagen wir, dass also sie hat Take-Profit und Stop-Loss-Funktion? Ja, das hat ja nichts damit zu tun, dass MetaTrader 5 gar keine Positionen öffnen kann. Er kann sie schließen, er kann Take-Profit machen, aber er kann nicht selbstständig Positionen eröffnen. Sehr gut. Darf ich mal fragen? Sie haben mir gesagt, dass Sie keine Erfahrung haben, aber Sie wissen alles sehr gut. Ich habe gesagt, ich habe keine Erfahrung. Ich bin kein Kontomanager, habe ich gesagt. Sie verstehen sehr schlecht Deutsch. Okay. Sie sind kein Kontomanager. Richtig, das haben Sie gefragt, ob ich Erfahrung habe im Kontomanagement. Nein, ich bin kein Kontomanager. Doch, das haben Sie gefragt. Okay, also wie Sie möchten. Ich habe gefragt, ob Sie Erfahrung haben beim Handeln. Kann sein, dass ich was schlecht gesagt habe. Okay, haben Sie. Okay, sehr gut. Darf ich mal fragen, womit haben Sie gearbeitet? Ich habe selber gehandelt, ja. Okay, super. Und möchten Sie bei uns Handel anfangen? Ja, momentan weiß ich das noch nicht so genau. Wenn Ihre Firma sagt, der MetaTrader kann von sich aus Positionen eröffnen, dann stimmt das ja gar nicht. Okay, also ich bin kein Finanzexperten. Ich kann nur, wie gesagt, Ihnen dabei helfen, bei Ihrem Handelskonto, also Passwort herstellen, ja, ich bin Kontoberater, nicht Finanzexperten. Finanzexperten natürlich, also hatte Ausbildung und weiß, wie man auf dem Finanzmarkt arbeiten, handeln kann und gut erwirtschaften kann. Ja, gut, dann geben Sie mich doch bitte mal an einen Finanzexperten weiter. Okay, aber dazu brauchen Sie Geld zu haben auf Ihr Handelsaccount. Nee, um mit einem Finanzexperten zu sprechen, muss ich Geld auf meinem Konto haben. Ja, also wenn Sie nicht möchten, dann können Sie Ihr Geld ganz einfach abheben. Ja, erstmal möchte ich Informationen haben. Okay. Bevor ich bei Ihnen also irgendwas investiere, möchte ich erstmal Informationen haben. Okay, also dann stellen Sie bitte die Fragen. Ja, das eine Frage konnten Sie mir ja schon gar nicht beantworten. Okay, also dann ich frage mal mal nach, ob unsere Finanzexperten jetzt gerade Zeit finden können. Bleiben Sie bitte an der Leitung und ich werde Sie weiterleiten, okay? Ja. Ist das okay für Sie? Okay, Moment. Okay, Herr Segemeier, also ich werde Sie gerade weiterleiten. Geben Sie mir ein paar Sekunden. Ja.
Hallo, guten Morgen, Herr Sägemeier. Ja, hallo, wer ist da bitte? Ja, grüß Gott, hier ist der Don Miguel de Sanchez. Grüß ja, Gott. Herr de Sanchez. De Sanchez, genau. Was ist das Problem? Was haben Sie für Fragen bezüglich ja, das Problem Thema habe ich mit nicht. Kryptowährung? Ich habe ein Problem. Ja, Ihre Kollegin sagte, der Meta-Träger würde von sich aus, wie heißt es doch gleich, Positionen eröffnen. Genau, das heißt, das System MetaTrader 5 handelt ja vollautomatisch auf der Kryptobörse. Das heißt, nein. Er scannt. Also er Sie, scannt, sagen, analysiert. Der Meta-Träger, Sie sagen also, der MetaTrader würde selbstständig Positionen, Handlungspositionen eröffnen. Ist das richtig? Genau, das heißt, er öffnet die Position und schließt die Position automatisch. Ja, okay, gut. Ist auch innovativ, frisch und aufregend mit dem System zu handeln. Ja, selbstverständlich können Sie auch von der Handelskonto Hallo. Manuel es betreiben. Ja, hören Sie mich? Ja. Welche Ausbildung also haben Sie als Finanzexperte? Wie bitte? Welche Ausbildung haben Sie als Finanzexperte? Ich arbeite seit 10 Jahren in der Branche. Das habe ich nicht gefragt. Ich habe gefragt, welche Ausbildung Sie haben als Finanzexperte. Als Finanzexperte, welche Ausbildung ich habe? Richtig. Ja, muss man eine Ausbildung als Finanzexperte haben? Sagen Sie haben mal. Sie keine? Natürlich hat man das. Bezüglich das Thema Kryptowährung. Braucht man eine Ausbildung bezüglich das Thema Kryptowährung? Natürlich. Eine Ausbildung? Ja. So, ich habe hier 10-jährige Erfahrung im Bereich Handel mit Kryptowährung. Das habe ich nicht gefragt. Ich habe gefragt, welche Ausbildung Sie haben. Wofür? Hören Sie zu. Ich bin kein Experte. Ich bin der Finanzabteilungsleiter. Okay, gut, das merke ich. So, das merke ich, dass Sie kein Experte sind. Merken Sie es. Ja, so, natürlich, weil Sie sagen, der Meta-Trader kann Positionen eröffnen. Das kann der Meta-Trader nicht. Hören Sie mal zu. Wie gehen Sie denn mit Ihren Kunden um? Wofür? Sie sind kein Kunde, Sie sind ein richtig. Dummschwätzer. Ich werde auch kein Kunde. Richtig. Sie sind eine Betrügerplattform. Sie werden auch kein Kunde. Sie sind eine Betrügerplattform, habe ich schon festgestellt. Woher wissen Sie das? Woher wissen Sie schon, das? Sie können mich gerne vom Gegenteil überweisen. Kunden. Wollen Sie mir das Gegenteil beweisen? Nein, können Sie auch nicht. Gar nicht beweisen. Ja, können Sie auch nicht. Auch gar nicht beweisen. Welche Lizenz haben Sie denn? Schönen Tag noch. Tschüss, Betrüger. Tschüss, noch. Betrüger. Verpiss dich. Tschüss, dich Betrüger. Ich lach dich aus, dummer Betrüger. Oh, da bin ich aber enttäuscht, dass der Betrüger mich einen Dummschwätzer nennt. Wer von uns beiden hat denn hier das meiste dumme Zeug geschwätzt? Seine Kollegin vorher war ja durch einfachstes Wissen schon so zu verunsichern, dass sie mich an den Fachmann weiterverband, der wohl das Geschäft retten sollte. Nur schade, dass der genauso wenig Fachwissen besaß. Ihr habt ja gehört, wie schnell die argumentativ am Ende sind. Danke, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Genießt den Tag. Bis zum nächsten Video. Euer Callcenter Crusher.